Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Schwarz. Gehen wir in die Arena! Wartet mal. Ach so, nee, ich sollte vielleicht in der Arena auch nicht gerade mein Kampf-Pokémon nach vorne tun. Die Arena war oben. Oh je, mein Gedächtnis ist ja schön. So, hier, Pokémon-Arena. Arena Ladrin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Wir haben keine Elektro-Pokémon. Hier, nimm das als Tafelwasser. Nimm dieses Tafelwasser. Hier, nimm das als Tafelwasser. Mina verstaut das alte Tafelwasser in der Medizintasche. Flug-Pokémon. Gestein, Elektro und Eis. Ja, Gestein setze ich ein. Danke. Okay. Wir müssen uns also in Kanonen begeben, um durch diese Arena zu kommen. Wie brutal ist das denn? Um Gottes Willen. Hi. Na, was hältst du von den Kanonen? Es ist echt nicht toll. Was? Ja, Flug-Pokémon und so. Ich will auch fliegen können. Hey, Typ. Alles ist in Ordnung. Chill dein Leben, bitte. Ein bisschen. Pauli wird jetzt die komplette Arena, glaube ich, machen. Sicher gut. Hallo. Wir hatten noch Gesteinsattacken. Einer hatte doch noch Gesteinsattacken. Wir waren los. Dann darfst du jetzt doch mal vor. Ich will, dass er nicht so hinten herhängt. Ich weiß eh nicht, ob ich ihn behalten werde. Ich bereite mich gründlich vor, um noch höhere Luftigkeiten. Was? Ethan? Hallo, Pikulente, ich bin... Boah! Okay, dann heile ich. Ruheort! Oh, komm schon. Dann hat es jetzt nur noch eine Attacke. Ich weiß aber nicht welche. Ach so, gut. Nimm die. Super Bob. Steinhagel. Na klar, Alter. Der Steinwurf ist doch viel schlechter als der Steinhagel. Bob. Flieg neu. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich kann mich ausschließlich heilen.
Ja, yeah, Steinhagel ist cool. Steinhagel ist cool, der Steinhagel ist toll. Mit dem Steinhagel fressen sie sich voll. So, weiter im Text. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Ich bin der Pilot geworden, der ich seit meiner Kindheit schon immer sein wollte. Ich bin sehr stark. Dann leg mal los, lass mir es krachen. So, der Steinhagel ist sehr viel besser als der Steinhagel. So, Lara. Gleich werde ich auf Skype angeschrieben. Weil ich mich mal wieder nicht abwesend gestellt habe. Synchro-Lärm, was ist das denn? Aua. Naja, was soll's? Patrick. Aha, du bist also Pilot. Ich will eigentlich zurück. Hä? Bei dir war ich doch schon, oder? Juhu! Ich hab den Ausweg gefunden. Gut, da gehen wir gleich nochmal rein. Das war jetzt gerade irgendwie verwirrend für mich. Aber da ich eh raus wollte, hat das jetzt gerade gepasst. Würdest du bitte da reingehen, Alter? Hallo, Schwester Joy. Ja, heil meine Pokémon. Bitte. Bitte heil sie. Sie sterben sonst. Das wäre so furchtbar. Ich mag doch meine Pokémon. Ja, danke. Ciao. Können wir mal mit dem Fahrrad fahren? Wir fahren nie mit dem Fahrrad. Wuhuhu! Okay. Das war's. Fertig Fahrradfahren. Hey, aber jetzt mal ganz im Ernst. So, hierhin können wir, dann können wir hier. Hier waren wir dann gerade. Da unten kann ich mich zurückschießen lassen. Was ich natürlich... Ah, kann ich... Ja, kann ich. Das Ziel ist anvisiert. Ich werde dich mit meiner Flugtechnik zu Boden bringen. Ich werde dich auslachen, wenn du am Boden bist. Dann singe ich, steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehen. Ups, was mache ich denn für ein Blödsinn?
jetzt werde ich sterben. Ah, ich bin noch langsamer als der. Nein, er setzt Verhöhner ein. Ha, Trottel. So. Überlebt. Alles kein Problem. Ich dachte, ich sterbe. So leicht lasst ihr euch also täuschen, ja? So, ich hätte gerne... Nein, Leute. Man muss es ja nicht übertreiben. So, ihr zwei seid auf Level 34. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Was ist auf dem Gitter? Gar nichts, okay. Ach, geh doch jetzt mal da rein, Alter. Hi. Dum, dum, dum. Die Sicherheitscheck war perfekt. Indikatoren für eine Niederlage bei 0%. Alter. Hallo, Fletia. Das M. Also bei dem geschriebenen Fletiamo. Das sieht doch komisch aus. Yeah, die Flickklaue. So, wisst ihr was? Ich bin cool. So. Wo geht's jetzt lang? Woo! Oh, cool. Und woo! Oh yeah. Und aua. Ich bin gegen die Wand geknallt. Hallo, wie gefährlich ist denn bitte deine Arena? Hi. Ich speichere mal vorsichtshalber. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Als wir das letzte Mal gespeichert haben, war unserem Bismarck noch ein Hund und Molly und der Maulwurf war noch süß. Hallo, Geraldine. Was hast du denn so für Pokémon? Hoffentlich coole. Hoffentlich coole, ja. Oh, du hast bestimmt Fasersknochen. Hä, aber Fletiamo ist doch gar nicht das Ausgelernte, oder? Also. Bob, schreck doch nicht zurück. So können wir doch nicht gewinnen. Ich bin schon ganz gespannt, was das für ein Trainer ist. Du setzt jetzt bestimmt Heilmittel ein. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Nichts, ein Volltreffer. Ich wollte sagen, ich hoffe es auch nennen. Auf die Flickklaue. Obwohl wir es natürlich auch. Ja, ich möchte das einfach mal wechseln. Ja, ja, möchte ich nicht. Oha. Mann, ist der weibliche Faser noch hässlich. Wie immer sehr nett. Ich bin halt ehrlich. Ruckzucki. Oha, das hat sogar voll viel abgezogen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin nämlich nicht gerne total Pokémon. Tschüss, Vater. So, damit hat Pauli schon Level 35. Svaroness. Ach du Scheiße. Wasser. Pokémon. Dies ist mein letztes Pokémon. Doch aufgeben werde ich nicht. Dein gutes Recht, das will dir auch niemand kaputt machen. Das soll ich machen. Uha. Komm schon, komm schon, komm schon, das schaffen wir. Pauli. Du darfst auch nicht daneben hauen. Ja, genau, wegen sowas, das tut dir nämlich weh, weil du nämlich ein Boden-Pokémon bist.
denn schneller sein? Warum sollten die jetzt auf einmal schneller sein? Egal, wem schenke ich denn die Erfahrung? Wer kriegt die denn? Mein Baron. Ich weiß, die Flugattacke könnte jetzt auch gefährlich werden. Macht aber nichts. Das trifft jetzt ein. Das tötet ihn nicht. Das tötet ihn nicht! Oh Gott. Nein, das tötet ihn nicht! Scheiße. Na gut. Ich dachte echt, dass das reicht. Dann bekommen die Wirbeln die. Alle, die sich noch entwickeln können. Na, irgendwas. Aha, dass ich durch den Bäumen halt selbst ermordet. Okay, gut. So, Geraldine. Gib mir all dein Money. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr ein solch packendes Gefecht. Wir sind noch völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Pokémon-Liga-Orden. Ich hoffe, er steht hier. Na klar steht er mir. Was denkst du denn? Cool. Ist ja kaum zu glauben, bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese technische Maschine geben. Oh cool, leider habe ich kein Flug-Pokémon. Mein Geschenk, Akrobatik, ist eine etwas komplizierte Attacke, die eine große Wirkung entfaltet, wenn das Pokémon kein Item trägt. Gleiche dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen. Ach, was ich noch sagen wollte. Als ich neulich über den Wendelberg nach Nevaio City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von... Wie war noch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. Aha, sehr interessant. Ciao. Wuhu! Ich hab gewonnen. Yay, Mann, cool, yeah, wuhu, du bist so cool. Ich weiß. Danke. N, was machst du denn hier? Hast du mich erschreckt, Alter? Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander in Kämpfe anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen, und alles unter dem Vorwand, dass sie besser verstehen zu wollen, bin ich der Einzige, der das für grausam hält. Aber genug, lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen, als mit Menschen. Ein Pokémon belügen dich niemals. Du bist Strepoli, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Mina für ein Trainer? Ich verstehe, Mina ist in Aventia geboren und aufgewachsen, lebte dort zusammen mit der Mutter, und der Pokédex war der Anlass, zu eurer Abenteurerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz, zerfällt mir ein Stein von Herzen, doch wenn nur alle Menschen so mit ihrem Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihrem Trainer zu befreien und ihr in jeder Mensch wie Pokémon sehe eine leuchtende Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Geht es, benutzt ihn Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen, den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Höhle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt deines Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan, und die Leidtragenden sind letztendlich doch nur die unschuldigen Pokémon, törichter Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen, die wir, und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Du bist anstrengend. Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz, zur Verwirklichung meiner Pläne einen solch formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Musst du doch gar nicht, Alter. Du bist ein Labersack. So. Hey, du wolltest mir was sagen, wenn ich den Orden habe. Ich habe mich nämlich erinnert. Dann verrate ich dir jetzt etwas. Am Ende der Landebahn ist ein unserer Schatz versteckt. Ich habe doch schon Schätze gesucht. Egal, vielleicht gibt es jetzt neue Schätze. Ende der Landebahn. Oh. Deren Schatz war eine Aeroas. Ja, cool.
Oh, du hast unseren Schatz gefunden. Gefunden. Es verhielt sich nämlich so. Wir hatten damals noch kein Pokémon. Also wollten wir die TM so lange verstecken, bis wir eins haben dürfen. Aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Nimm du sie. Es wäre sonst zu schade drum. Wir bekommen sicher noch eine weitere von Geraldine. Nur keine falsche Bescheidenheit. Los, nimm sie schon. Ja, danke. Also dann, bis bald. Ciao, Kinder. Ihr seid ja lieb. Yeah, yeah, yeah. Hallo. Ja, mach mal. So, dann ist der Part auch schon wieder zu Ende, aber wir werden noch bis zum Eingang des Wendelbergs gehen. Und dort erst den Part beenden, damit ich das nächste Mal, wenn ich wieder aufnehme, weiß, wo ich hin muss. Weil wie wir alle wissen, ist mein Gedächtnis nicht gerade das Beste. Ja, Hyperball gefunden. Sharon, ich habe keine Zeit für dich. Nein. Mäh. Ich hasse dich, Sharon. Ich habe doch jetzt gar keine Zeit mehr. Der Park ist doch aus. Gott, dann kämpfe ich halt gegen dich. Hier bleibt ja eh nichts anderes übrig. Scanner! Sharon, du spielst auf die Feigling-Methode? Wirklich? Na gut. Klar, bist du stark, aber das bin ich auch in Ordnung. Nein, nicht in Ordnung. Bodycheck! Tötest du dich jetzt selbst? Nein, schade. Och, du hast eine Citrubeere, oder? Ne, Überreste. Heu. Samenbombe. Aua. So, du machst den jetzt auch noch kaputt. Mogelhieb. Okay, dann werde ich es jetzt heilen. Sorry. Konnte man den Kumul kaufen? Wo war das?
Cleopatra. Ja, ganz nett damit. Was hat sie denn? Sie hat tatsächlich die Zitrone. Das überleben wir. Die schönen Erfahrungspunkte. Ich habe den Rückstoß gar nicht mehr bedacht. Oho, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr seid beide Trainer schon ein ganzes Schritt weiter als zuvor. Hallo. Deine Musik ist cool. Ich habe vergessen, wie ich dich gestimmt habe. Tut mir leid. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champ Lauro? Ich bin schwach und habe daher verloren. Auch wenn ich mich 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast einen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt. Ich bin noch immer kein Deutschlauer. Was genau bringt es dir, immer und immer stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen. Das würde meinem Leben einen Sinn geben und mir als Beweis dienen, dass ich wahrlich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch noch wichtiger ist es zu wissen, dass man doch Erreichen des Ziels tun möchte, nacherreichen. Was heißt in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte? Hier bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. Oh, cool, danke. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das wär's dann auch schon. Und meine jungen Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon an eurer Seite. Was will ich tun? Der Part hat total die Überlänge. Daher setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Mina, das nächste Mal gewinne ich. Natürlich tust du das. So, wir sehen uns direkt hier im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss!